Bleib mal hier. So, hallo. Gib doch mal dein Gewehr her, Menschenskinder. Immer so ein riesen Act hier. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch recht herzlich wieder zu Call of Duty WW2 oder WW2 World War 2, wie auch immer. Weltkrieg 2, wie ihr es gern hättet. Sucht euch eine Idee aus. Sucht euch eine Variante aus. So, ich stelle mal kurz das Mikrofon um. Die PlayStation föhnt wieder. Es ist der absolute Wahnsinn. Todesfabrik. 14. November 1944. Das steht jetzt an. Und da gehen wir doch direkt mal hin. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. So, jawohl. Mission starten. Ja, so sieht's aus. Gehen wir direkt mal rein. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im 5. Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in 5. Hey, Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis... Okay, so. Aufnehmen. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Sie haben tausende von Minen platziert. So, okay. Dann gehen wir mal zum Soldaten. Schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Guten Morgen. So, morgen. Brauchst du die Ration? Nö, scheint nicht so. Du vielleicht? Ration? Hallo? Ah, hier.
Hallo, ich habe was für dich. Essen. Nam, nam. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Okay. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. So, okay. Viel Glück da draußen. Danke. Ja. Das werden wir brauchen. Okay. Sammeln Sie sich bei Turner. Alles klar, kein Problem. Wir sind gespannt, was uns erwarten tun tut. Aber im Wald finde ich schon recht cool vom Setting her. Zu mir. So. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Jawohl. Welche Art von Widerstand erwartet uns? Die schwere Art. Der Hügel wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. So. Da ist er. Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Das ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Pastor Herrschaft, ihr seid in der Todesfabrik. Okay. Hey, Sass. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Oh yeah. Die Oma alle kann Mann zu mir! Die schön am Arsch lecken. Wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken! Okay. Und zurück, Herr Ober. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Cooper, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Okay, dann diese Verteidigung stärken. Setzen wir schon mal eine Mine. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wird das nicht. Ach so, nee. Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Okay. Und jetzt? Noch Mine? Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Ach so. Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. So, alles klar, dann warten wir mal ab. Kraut, komm durch den Nebel! Oh, jetzt geht's gleich ab. Feuerpositionen! Oh je. Oh mein Gott. Zum Angriff. Sie kommen. Bereit machen. Angriff. Feuer! Wow. Das sind aber nicht gerade wenige. Jawohl. Die Mine hat schon mal gezündet. Aber es macht Spaß. Ja, an der MG ist das geil. So. Jawohl, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Verbirgt seine Bewegungen. Und jetzt? Haben wir mal draufgehalten. Boah. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Keine Munition mehr. Fuck. Sie kommen! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! So. Oh, jetzt wird's. Jetzt geht's wieder ab. Ohne Ende. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oi. Hast du dich da verborgen? Mann, du Arsch. So. Und weiter geht's. Ah. Sollten wir mal ein Medipack nehmen? Sag mal, rennt der gerade an mir vorbei? Habe ich das jetzt echt erlebt? So, komm. Hier mal Kronori. Mal reingeworfen. So. So. Zerstören Sie den Panzer. Wie soll ich denn den zerstören jetzt bitte? Moment. Sorry about that, ich muss da mal vorbei. Oh Gott. Scheiße. Fuck. Okay, okay, okay.
verbirgt seine Bewegungen. Sie kommen! Oh, Kacke. So. Erstmal die hier alle wieder platt machen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen mehr Magazin. Nein! Sie kommen! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! Nein! Ey, sag mal. Idiot. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Von Rudi. Aufpassen. Boah. Hier geht's ab. Alter Schwede. Ah, shit, das war erstmal eine Row-Kronioni. So, mir. Machen wir erstmal hier Medipack. Oh. Den müssen wir mal wegtauen. Machen wir. Panzerwahn. Okay. Oh Gott. Fuck, fuck, fuck. Nein. Ah, scheiße. Scheiße. Oh. Machen wir. Jetzt haben wir aber, jetzt sind wir aber weitergekommen. Kacke. Wir müssen erst die ausschalten. So. Komm. Ich habe einen deutschen Raketenwerfer gefunden. Oh, fuck. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh fuck, 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 fuck. Oh nein. Kannst du mir mal noch Munition geben? Thank you. Thank you. So, haben wir noch? Nein, wir haben keine Munition mehr. Fuck. Was muss ich machen? Muss ich vielleicht ein... So. Oh yeah. Oh fuck, scheiße. Jetzt haben wir gerade den Panzer zerstört. Mann. Ja, jetzt. Toll. Oh ja. So, schnell nehmen. Ich habe einen deutschen Raketenwerfer gefunden. Ja, so gut, aber nicht wie. Oh, wir müssen aufpassen. Alter. Meine Fresse, hier geht's aber ab. So, schnell mal wieder Medipack. So. Der Werfer muss auch weg. Komm. Oh. Oh. Der Panzer ist zerstört. Sehr gut. Jawohl. Ah, oh, schnell noch Medipack. Und jetzt? Hier rüber. Erstes Platoon zu mir. Wir kommen, Sir. Jawohl. Brauchen einen Verbandkasten. Einher. So. Alle Mann zu mir. Ja, wir kommen schon, Turner. So, servus. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Wow. Etwas Munition, Daniel. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Ist kein Problem, wir schützen die Flanke. Es ist bis zum Sammelpunkt, Sir. Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen.
So, okay. Oh, hoppla. Ui. Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Na toll. Das können wir ja so gut, Stealthy. Scheiße. Ja, toll. So viel zu dem Thema. Aber das war gar nicht mal schlecht, die Krone, oder? Ja, klasse. Ja, klasse. Keine Munition, gib mal. Bleib mal hier. So, hallo. Gib doch mal dein Gewehr her, Menschenskinder. Immer so ein riesiger Act hier. So. Oh, 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 oh. Aua. Ah, du Tricksack. Ah, ah, ah. So, oh, das war knapp. Das war knapp. So, jetzt müssen wir sie doch bald alle haben. Okay, hier sind noch einige. So. Einige Krauts. So. Okay. So. Weiter geht's. Vorrücken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, und wir haben keinen Verbandsband. Oh, Scheiße. Oh nein. Was denn jetzt? Oh oh. Shit. Kacke. Kacke. Oh nein. Oh nein! Lassen Sie das Gebiet, ja, und schnell, schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alter, eieiei. Ah, auf dem Feld. Oh. Eieiei. Alter Schwede. So. Jetzt aber Bein in die Hand nehmen. Alter Schwede. Oh Gott. Glaube ich richtig? Ja, ich glaube schon. Einfach. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Alter. Und nur? Hallo. Lebe ich noch? Was denn jetzt? Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand. Daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Oh, krass. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Tja. Das bestimmte Blutverlust. Oh. Briggs. Gott. Scheiße, der ist hin. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss den Sammelpunkt finden. Oh nein. Oha. Oh mein Gott. Krass. So. Aber wir haben aber einen Verbandskasten wieder. Komm, den nehmen wir direkt. So. Weiter geht's. Oh oh. Oh Mann, ich mag das überhaupt nicht, aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Bleiben Sie im Verborgenen. Na klasse. Komm, wir kriechen mal. So. Scheiße, da ist eine. Oh Gott. Fuck. Okay.
Okay. So. Okay. Langsam. Verborgen bleiben. So. Den schnappen wir uns. Oh. Fuck. Oh Mann. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh fuck. Okay. So, gut, dass wir so ein guter Schütze sind. Oh Gott, ein Flammenwerfer. Ist klar. Komm. Alter Superman oder was? Nein. Nein, wir wollen nicht Grilled Flamed sein. Alter. So. Fuck you, ey. Nein. Wir sind ganz alleine. Oh Gott. Oh, fuck it, fuck, fuck. Scheiße. Mann. Du Drecksack. Oh nein, nein, nein. Verbandskasten. Ah, wir haben wieder welche. Das ist gut. Oh fuck. Na toll. Na toll. Na toll. So. Okay. Ruhig. Komm schon, das ist wieder so ein Flammenwichser. Scheiße. Oh, da ist er ja. Ja, genau. Ey. Sohn. Alter. Können wir jetzt einen Flammenwerfer nehmen? Die, Motherfucker, die. So. Oh Mann. So, komm schon. Wo ist noch jemand? Stoßen Sie wieder zum Trupp. Okay. Ja, machen wir. Geil. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Ja. Unsere Jungs können Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. So, okay. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. So. Okay. Hier haben wir wieder Bandskasten. Alles wunderbar, alles schick. So. Wir könnten jetzt dann weitergehen, aber ich würde sagen, das war's mal wieder für diese Episode für Call of Duty World War II. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt, ne? Call of Duty World War II. Ja, habe ich schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ein Like da lassen? Ich glaube schon. Nee, aber nur, wenn ihr wollt, natürlich. Ja. Okay, dann sage ich mal, bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.